Ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition in Dom. Ja, dieses Mal hatte ich nicht mal eine gescheite Pause zwischen den letzten beiden Folgen, denn ihr habt's ja mitbekommen, wie eilig das war. Ich hab's tatsächlich geschafft, gestern die Folge innerhalb von einer Stunde aufzunehmen, zu editieren, zu verarbeiten und hochzuladen. Wobei man wirklich sagen muss, das längste war einfach die Verarbeitung vom Video. Die hat irgendwie 20, 30 Minuten gedauert. So, und heute ist das letzte Kapitel, bevor ich mir wieder neue Blätter und dann die letzten ausdrucken muss. Und zwar in Kapitel 13. Weltenschlepper. Das ist ja schon wieder ein super Name. Zu dieser Zeit war ich der Besitzer des Shard of Dark Power. Aller dieser komplett englischen Übersetzung. Ich kann den Test zuerst bestehen. Ich konnte es eine Weile nicht glauben, aber es war echt. Ich hatte die Kraft, gegen die dunklen Kräfte zu kämpfen. Und bevor ich das tun konnte, hatte derjenige, der mich verloren hatte, die Verantwortung, die ganze Welt mit einem solchen Verrat zu zerstören. Ja, das ist schon sehr viel Verantwortung. Ich versuchte noch einmal darüber nachzudenken, was ich verloren hatte, und entschied, dass es besser war, darüber nachzudenken, was bleiben würde. Aber was hat mich verlassen? Wenn ich gewinne, wenn es schlecht wird, wird Lord Ecke mein bester Freund sein. Ja, das wäre wirklich sehr schlecht, glaubt mir. Ich kenne das aus dem echten Leben. Das ist wirklich kein... Ich kann nicht beurteilen, wie es enden wird. Wird sie es entwickeln können? Wird er die Fakten in seinem Kopf umdrehen und mich beschuldigen, seinen nützlichsten Freund getötet zu haben? Ich konnte die Erfahrung mit solchen Ideen nicht verpassen. Also war ich hier und jetzt begeistert. Aber bevor ich mich den Ruinen der Zeit zuwenden konnte, beschloss ich, mir Treasure City genau anzusehen. Von den Überresten der verbleibenden Turmsaison, um meine zweite Erfahrung zu machen. Waren die Kreuzfahrer noch da? Och, nicht wieder die Kreuzfahrer, diese Dreckigen. Ich hatte es nicht erwartet, aber vielleicht würden sie dort ihren Standpunkt umsetzen. Ich habe bemerkt, wo einige Spuren waren. Zumindest kann ich diese Frage nicht beantworten, wenn ich das nächste Mal Treasure City ohne Unterbrechung besuche. Als ich in Treasure Town ankam, dieses Mal einfach anders nennen, waren die Steine, die ich zuvor auf dem öffentlichen Platz platziert hatte, alle handverlesen. Nur die edelsten Steine einfach benutzt. Weder Pokémon noch irgendetwas war da. Meine ehemaligen Freunde waren geflohen, um mich zu besuchen, damit ich Hilfe aus den Dark Mountains bekommen könnte. Der Gedanke daran ging weiter und ich habe ihn nicht versteckt. Alle diese Pokémon waren meine Freunde. Sie hielten an und standen bei mir, ohne in schwierigen Zeiten anzuhalten. Sie waren diejenigen, denen ich vertraute. Aber jetzt musste ich sehen, ob sie nur ihre eigenen natürlichen Kreaturen waren, die um ihre Haut kämpften. Ich glaube tatsächlich, sie sind eigene natürliche Kreaturen. Keiner von ihnen wollte jemals etwas anderes. Wieder opferte sich Günther, der in diesem Bereich wirklich viel für uns getan hatte und auch verfügbar war für uns. Aber diese Gedanken der Verzweiflung halfen mir, alles als alternativ und fern zu betrachten. Ich machte jetzt einen großen Schritt ohne ihn. Aber ich habe anders gedacht. Ify vielleicht, wenn meine Freunde mich in keiner Weise gesehen hätten. Niemals aus freiem Willen. Werden sie von irgendetwas kontrolliert? Aber ich dachte an diesem Abend noch einmal über ihr Gespräch nach und diese Idee wurde abgelehnt, bevor ich in die Veränderung der Zeit eintreten konnte. Als ich am Meer ankam, gab es ein großes Problem. Anders als in meiner normalen Welt waren hier die Runden, die nicht darauf warteten. Meint ihr mit Runden jetzt mich? Dass ich mich auf den verlorenen Boden und damit auf die Uhr warf. Rolex, Bargeld, das ist mein Lifestyle. Verdammt, warum habe ich nicht an sie gedacht? Gibt es eine andere Möglichkeit, sie zu ruinieren? Plötzlich stand Pokémon, der mir völlig unbekannt war, vom Wasser auf. Roshan, was meinst du? Zerstörung dann. What the fuck ist mit Giratina los?
Diese Ruinen, weißt du etwas über sie? Ja, ich weiß, dass die Ruinen wieder Stein hinter mir sind. Ein hoffnungsloser Ort, an dem Raum und Zeit untrennbar miteinander verbunden sind. Ein Monat für das Pokémon. Ein Paradies für mich. Und mit Hilfe dieses Sprichworts schien mir die Existenz zweifelhafter, aber als ich mich anschloss, kam gleichzeitig nix heraus. Wie siehst du es dort? Ich möchte die Erfahrung dort beenden. Jetzt beobachtete mich die Geschichte und anscheinend gab es am Anfang ein Ereignis wie das von Yveltal. Du willst diese Erfahrung machen? Es ist verrückt. Ich will eine Idee. Es ist nicht meine Wunde, also sprich mit mir, aber wenn es dir gefällt, werde ich dich später hierher werfen. Wirklich. Dieses Projekt hat dafür gesorgt, vor allem der Vorgänger, dass ich einfach einen Hass gegen das Wort werfen entwickelt habe. Ein stinknormales Wort. Weiter, lade meinen Rücken. Ich stand warm auf und Pokémon begann zu fliegen. Gegenfrage, wie sollen Feuer-Pokémon sonst aufstehen, wenn nicht warm? Der Laden war sehr nass, aber Pokémon waren so groß, dass es absolut unmöglich war, versehentlich von hinten zu rennen. Als wir an das wunderschöne Meer dachten, das seinen eigenen endlosen Geruch hatte, das Meer stinkt jetzt oder was, begann Pokémon mir ein paar Fragen zu stellen. Ich find's super, wie wirklich hier Giratina einfach die ganze Zeit nur als Pokémon bezeichnet wird. Wie denkst du, kann Pokémon die Erfahrung durchmachen? Ich fragte mich zuerst, ob ich überhaupt lügen würde, wo ich immer eine Erfahrung gemacht hatte, aber ich beschloss, ehrlich zu sein. Nun, es dauerte nicht lange, bis ich Informationen von Pokémon erhielt. Digga, hier in dieser Folge heißt jeder Charakter Pokémon. Und das ist genau das, was ich mir jetzt aufschreiben werde. Wo ist ein Stift? Hier ist ein Stift. Ah ja, nebenbei, wenn ich das so aufschreibe, gerade heute gab es ja eine Pokémon-Präsentation. Ich habe mich entschieden, nicht live zu reacten, weil ich nichts außer ein bisschen komischen DLC-Quatsch erwartet habe. Und Digga, ich bin so hyped auf Pokémon Snap 2. Das wird so geil, da kommt auf jeden Fall ein Let's Play. Und nächste Woche, auch wenn es vermutlich nur Gen 4 Remakes sind, bei denen ich die unpopular Opinion habe, ich bräuchte sie nicht, werde ich live reagieren. Naja. So, wo auf der Seite war ich? Nun, es dauerte nicht lange. Jetzt bin ich verrutscht. Nun, es dauerte nicht lange, bis ich Informationen von Pokémon erhielt, der ein ehemaliger Freund von mir war. Und tatsächlich von einer Gruppe von Experten stammte, die, wie er behauptet, eine Wahl von Weltklasse sein sollten. Weil ich es bin. Ich bin eigentlich arm. Also, Floing ist ein Zuhälter, aber er ist schon auch arm. Da macht er wohl einiges falsch. Ich haben diese Welt auch nicht verlassen. Ich hab's zuerst nicht geglaubt, aber ich musste das Risiko eingehen, meinen positiven Freund zu verlieren. Er wurde bei einem tückischen Angriff getötet und weniger Tage später, ich kann heute nicht lesen, verriet er einen anderen Freund von mir. Er wurde getötet und hat danach noch wen verraten, also uff. Das ist natürlich belastende Lebensgeschichte oder halt nicht leben. Girrt. Als ob es nicht so schlimm wäre, Pokémon, dass ich meine Freunde seit Jahrhunderten angerufen habe. Gab ich mich selbst auf und freundete mich mit einem anderen Kreuz an. Sie hatten lange nicht gewusst, dass ich von ihrem Verrat wusste, aber jetzt musste ich die Erfahrung durchgehen. Ich fühlte wieder eine dunkle Reaktion von meinem Körper. Es sieht so aus, als wäre der, den ich getestet habe, echt. Ich brauchte eine Weile, um die Wahrheit meiner Geschichte zu verstehen. In einer Zeit, in der du nicht sehr warmherzig bist. Warum denkst du in diesem Moment, dass du auserwählt werden kannst? Ich hatte eine einsame Erfahrung. Atti! Okay. Hattest du eine Erfahrung? Alter, können die aufhören, immer Erfahrung zu sagen? Wer?
Es war eine unerfahrene Erfahrung, die Iveltal eingefangen hat. Stellen Sie sich vor, andere Erfahrungen gehen immer in die richtige Richtung. Dann sind wir einfach darauf aufmerksam geworden. Vielleicht musste ich letzte Nacht ins Bett, weil mich dieses Pokémon irgendwo alarmiert hat. Sei vorsichtig, ich habe nicht einen ganzen Tag Zeit. Wir waren nicht mehr am Flughafen, sondern in einer seltsamen Umgebung zwischen den Teppichen. Sind Sie hier? Zerstörerische Zeiten. Vor allem, du willst deinen zweiten Test direkt bestehen, oder? Ja, weißt du, dass ich so einen Wachmann sehen kann? Anstatt zu antworten, trat Pokémon mitten durch das Chaos und begann sich zu rächen. Das ist die Entscheidung. Ich, Giratina, werde dir meine zweite Erfahrung in der dunklen Welt geben. Wenn ich heute darüber nachdenke, weiß ich nicht warum, aber ich war überrascht, dass das Pokémon der Testwächter sein sollte. Außerdem war es nur Giratina, einer der berühmtesten Pokémon-Offiziere der Welt. Wenn's weiter nix ist! Der größte Feind des Gleichgewichts ist in Raum und Zeit und in Gott und in der Welt der Widrigkeiten. Was? Ich konnte nicht glauben, dass ich ein normales Gespräch führte mit dem Pokémon in letzter Zeit. Deine Erfahrung wird so einfach sein wie der Geruch. Es ist Besuch in mir. Was? Du musst mit mir reden, als wäre ich unwissend. Ja, das merke ich bei dem Schreibstil, Floink. Anders sollte man mit dir nicht reden. Meine Erfahrungen finden in der Welt von Torgilok statt. Ich höre, dass ich mich selbst esse. Ich meine, Bacon, das sich selber brät. Ja, haha, jetzt habe ich den Joke, den jeder über Floink bringt, gemacht. Hör auf, so Witze über Floink zu machen. Floink ist toll. Du bist schlauer, als du aussiehst. Lass uns doch zusammenkommen. Nachdem die ganze Welt ein paar Kräuter um mich herum hatte, sah meine Umgebung etwas anders aus. Der Himmel war blau und nicht mehr so rot wie zuvor. Überall, wo das Land in der Luft gefangen war, bestand die einzige Chance darin, nicht unter den unregelmäßigen Boden zu fallen. Giratina schwebte bei jedem Schritt vor mir, aber es schien, als würde etwas passieren. Bevor ich es wusste, hatte Giratina eine Transformation in sich durchgemacht, die ihre Beine verloren und ihre Knöchel durch einen solchen Stil ersetzt hatte. Willkommen in der Welt des Schleppers! Was zum Fick, Alter? Warum Schlepper? Die Zerrwelt ist zur Welt des Schleppers geworden. Diese Welt ist ursprünglich aus allem Leben, aber als andere Welten entstanden, wurde sie von den Eigentümern abgelehnt. Diese Welt ist die einzige, in der alles wie zuvor ist. So bin ich. Ich werde es auf meine eigene Weise tun. Tatsächlich fühlte ich mich anders. Es war ein Gefühl, für das ich auch berühmt war, das ich andererseits nie gefühlt hatte. Es war stark, mächtig und immer noch dunkel. Wenn du in dieser Welt bist, in der ich Gott bin, wirst du gegen meine wahre Form sein wie alles andere. Du wirst scheitern und keinen Erfolg haben. Das eine begründet irgendwie tatsächlich das andere. Fun Fact, falls irgendwer das nicht ganz gerallt hat, auch wenn ich glaube, das hat, glaube ich, Darkrai später sogar gesagt. In dieser Welt, in der Zerrwelt, ist alles so, wie es ursprünglich war. Und damit hatte Floink hier seine Form als wahre dunkle Macht und konnte dadurch auch gewinnen. Das heißt, Giratina hat eigentlich hier schon gesehen, was los ist. Mit diesen Worten begann mein zweiter Prozess in der dunklen Welt. Und ich wusste, dass der Kampf gegen Giratina im Gegensatz zu dem gegen Iveltal eine echte Erfahrung sein würde. Ich bin echt großteils mit den Kämpfen aus der Valros Edition 1 und 2 nicht zufrieden. In der 3 gab's kaum welche und die es gab, waren sehr gut. Und in der 4, ich will euch noch nicht zu viel sagen, aber die 4 hat mit geringem Abstand die meisten. Wobei sie auch eher wieder verteilt sind. Ich gehe mal gerade im Kopf durch, was wir für Kämpfe haben. Wir haben den.
Man hat's jetzt schon bemerkt, ich bin gerade so kurzfristig auf 12 gekommen. Ach, 13 sind's auf jeden Fall. Ich hatte einen, ist mir direkt eingefallen gerade. Und kann sein, dass ich da noch welche vergessen hab. Also, Giratine hat sicherlich nicht an... Also, ich finde, die Kämpfe sind aber gut gelungen in der vierten. Ich bin eh gespannt, wie euch das Ganze dann gefällt. Ich persönlich... Also, ich war mir vor allem, als ich fertig war, mit einigen Teilen nicht so sicher. Aber je mehr Zeit vergeht, desto eher, denke ich, die ist schon echt cool. Ich muss sagen, persönlich habe ich die Walross Edition 3. Am Anfang dachte ich, ja, sie ist schon ganz cool. Aber irgendwie inzwischen fühle ich sie wirklich sehr. Die ganze Atmosphäre mag ich persönlich sehr gerne. Und von dem her kann die Walross Edition 4 auch nicht mithalten. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass für mich persönlich die dritte Walross Edition meine liebste sein wird. Naja, machen wir endlich weiter. Giratine hat sicherlich nicht an einen fairen Kampf gedacht. Okay, doch ganz kurz noch. Die Walross Edition 3 könnte mein Lieblingsteil der Reihe werden, aber die 4 hat auf jeden Fall Potenzial auf Platz 2. Und die 2 ehrlich gesagt auf den letzten tatsächlich. Die Kämpfe sind nicht so toll und die Atmosphäre ist doch zu düster auf Dauer. Giratine hat sicherlich nicht an einen fairen Kampf gedacht. Er wollte fast die Vorteile Gottes ernten. Bevor ich es wusste, war Giratina vor meinen Augen verschwunden. Der Teil, der die Spitze von mir darstellte, begann sich zu winden und nahm seltsame Formen an. Es waren normale Kanonen, Würfel und dergleichen. Alles dasselbe, ne? Aber sie sahen so unangenehm aus und existierten auf dieser Welt sicherlich nicht. Darüber hinaus, wo wir gerade beim wichtigen Thema sind. Ja, ich unterbreche euch jetzt, um euch zu triggern. Ihr wollt doch bestimmt mal ein Bug-Video von mir sehen. Ne, legit, vielleicht mache ich irgendwann mal eins, lol. Okay, jetzt machen wir mal ohne Abbrüche die letzten bisschen der Folge fertig. Wir sind fast durch. Darüber hinaus waren sie die einzigen Gittergebäude, die sich an der Zimmertür bedeutungslos bewegten. Alle diese mit ihren verschiedenen Farben begannen mich zu umgeben. Sie haben nichts getan, aber Giratina wurde nie gesehen, als sie plötzlich in einigen dieser Farben auftauchte. Wie du in ein paar Würfeln gesehen hast, war er schon mitten im Nirgendwo. Ich wusste nicht, was ich tun oder angreifen sollte. Plötzlich drehten sich alle alten Männer zu mir um und gaben mir Laser. Was? Der nächste Satz? Ah ja, doch noch eine Sache zum Einschieben, sorry. Giratina ist für mich persönlich der schlechteste Kampf der Walross-Editionsreihe und wird es wohl auch bleiben. Ich konnte nicht... falsch. Doch. Ah, schade, ist nicht ganz so lustig, wenn man es so liest. Ich habe erst gelesen, ich konnte nicht glauben, dass Giratina mich mit seinen Eichhörnchen folterte. Der Satz ist, ich konnte nicht laufen und wurde von ihnen verletzt, dass Giratina mich mit seinen Eichhörnchen folterte. Ihr habt jetzt vielleicht gedacht, dass ich mich beim Teil mit den Eichhörnchen, die einen foltern, verlesen habe. Nein! Aber es war zu schwer für mich. Ich begann mit einem großen Whirlpool und alle Formen waren weg. Die Ladung wurde wieder von mir geladen. X, die ist genug mit deiner schmutzigen Beute. Jetzt kämpfen wir wie das echte Pokémon. Das einzig echte. Seitdem befindet sich Giratina in einem Schockzustand. Bis heute noch, auch in der Walross Edition 3, hat er sich noch in diesem Schockzustand befunden. Ich sehe gerade nur den Titel des nächsten Kapitels. Er kämpfte immer noch, schoss Kugeln und dunkle Kugeln, aber er selbst glaubte nicht an seinen Erfolg. Einige Minuten später wurde diese Schätzung bestätigt. Die überfüllte Welt um uns herum blühte und wir waren wieder in die Ruinen der Zeit eingetaucht. Genug ist genug, ich bin machtlos. Ich weiß nicht, wie du diese Kraft nutzen konntest, um sie zu bekommen, aber auf keinen Fall hast du es getan. Ich war nicht verwunderlich, dass ich mir etwas mehr sagen musste, denn das nächste Mal hielt ich wieder am Berg von Schatzstand an. Vor mir stand das zweite Ladegerät der Dark Power. Es war auch nicht so schwer. Zu Kapitel 14 hier,
Das Original heißt Schluss mit der Gnade. Endlich gab es ein Face-Off gegen Darkrai. Das erste richtige Face-Off der Walross-Edition. Und auch das einzige, das es bisher gab. Und das war hier in dem Kapitel. Deswegen war der Satz Schluss mit der Gnade. Kapitel 14 in dieser Version. Endlich Gnade! Naja, heute hatten wir... Eigentlich hieß einfach jeder Pokémon und Floink hat sich selbst gegessen. Das war's dann auch schon so ziemlich. Und natürlich die folternden Eichhörnchen. Wir nähern uns aber langsam, aber sicher erstens dem Ende dieses Projektes. Kapitel 14, es gibt 19 oder 20. In 3-4 Wochen sind wir fertig. Und nur eine Woche später beginnt die Walross Edition 4. Another Life. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auch den Rest dieser Walross Editionen dumm, dann schaltet doch wieder ein, lasst ein Abo auf dem Kanal da, ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und ciao.